Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Gäste im Auditorium. Wir als Fraktion der Linken haben nicht wirklich mitarbeiten können, weil wir nicht Teil des Aufsichtsrats sind. Deswegen möchte ich hier auch ein paar Worte verlieren. Zum Ersten möchte ich erstmal auch ein Lob aussprechen, dass mit der Agentur Metrum die Öffentlichkeit reingeholt wurde, die Vorschläge der Agentur öffentlich diskutiert wurden, aber am Ende nicht allen Vorschlägen blind gefolgt wurde, sondern dass da natürlich auch im Aufsichtsrat diskutiert wurde, wie es scheint, darüber können wir ja nicht sagen, und es auch gewichtet wurde. Das finde ich tatsächlich eine gute Sache, das hat was miteinander zu sprechen und mit sinnvollen Strukturen zu haben, die dann auch gut gefußt sind. Ich fand es auch gut, dass dann im Kulturausschuss für diejenigen Fraktionen berichtet wurde, die eben nicht Teil des Aufsichtsrats sind, damit die auch die Informationen bekommen und nicht erst an allerletzter Stelle. Auch das finde ich wichtig für Transparenz auch gegenüber der Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch ein paar Fragen oder Anmerkungen. Der Aufsichtsrat hat sich minimal vergrößert, aber nur um das Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und das auch nicht stimmberechtigt. Also wird es auch so sein, dass kleinere Fraktionen in Zukunft eher nicht Teil des Aufsichtsrats sind, aber da gibt es ja keine Veränderungen im Prinzip. Deswegen will ich das gar nicht groß kritisieren. Wir haben noch Fragen zum wissenschaftlichen Beirat. In dem vorliegenden Papier ist es einfach ein Zusatzgremium, dessen Benennung und Aufgaben ja benannt werden, aber glaube ich dann erst im Zuge, wenn es dann besteht, wirklich ausdifferenziert wird. Da habe ich einfach noch Fragen, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich denke, da muss man dann gucken. Und naja, der Kollege, die Kollegin, die wissenschaftlich Beirat den Vorsitz hat, wird ja im Aufsichtsrat sein, aber ist nicht stimmberechtigt. Von daher ist da auch nochmal ein bestimmter Zugang. Und ich möchte einfach gerne, glaube ich, nochmal von Herr Dachtschuh ein kurzes Zitat bringen, dass Kunst und Kultur dadurch ermöglicht werden sollte. Das finde ich ganz gut und deswegen stimmen wir da jetzt auch nicht grundsätzlich dagegen, sondern ich habe einfach nur Fragen, weil uns halt im Teil des Prozesses ein paar Sachen gefehlt haben. Dankeschön.